Hallo meine Freunde, ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal und wenn ihr euch den Pokalstand von mir mal anschaut, seht ihr, dass ich wieder Richtung Legende pushe. Die Idee ist mir gekommen, als ich Mobile Fanboy gesehen habe und er sagte, Mensch, in der Legende verliert man kein Loot, das Update steht vor der Tür. Also es sind noch vielleicht zwei, drei Wochen, aber trotzdem ist ja schon mal die Legende gar nicht so schlecht, man kann kein Loot mehr verlieren und deswegen ist das auf jeden Fall eine gute Idee. Wir werden gleich mal einen Gegner suchen. Ich habe jetzt hier Queen Charge Elektrodrachen ausgebildet und um auf Nummer sicher zu gehen, um auch das Rathaus zu holen, habe ich mir einen Zeppelin mitgenommen. Normalerweise brauche ich da noch einen Erdbebenzauber, falls die 50% noch nicht erreicht sind. Aber den habe ich jetzt mal weggelassen. So, wir gucken jetzt nur auf die Pokale. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. 24 Pokale für einen 3-Sterne-Angriff. So, wir werden hier auf der linken Seite anfangen. Oh, das ist natürlich das Zeichen, was man nicht gerade haben möchte. Ich weiß nicht, ob ich jetzt angreifen soll. So, jetzt ist es weg. Können wir doch angreifen. Wir setzen erstmal die Queen. Die Ice Queen. So, und das auf der... Oh Gott. Jetzt haben wir hier auf der anderen Seite auch nochmal den König gesetzt. Ich hoffe, das geht hier soweit okay. So, den ersten Wutzauber. Den King zünden wir mal. So, der King geht jetzt auf die gegnerische Queen. Hat die Luftabwehr nicht geschafft. So, Eisgolem kommt aus der Clanburg. Und Pekka. Na, das ist, denke ich mal, eine offensive Clanburg. Keine defensive. Dann machen wir jetzt nochmal einen Wutzauber. Pekka, mal gucken, wie viel Schaden der macht. Gar nicht mal so viel. So, aber jetzt Single Inferno auf der Queen. So, ich überlege. Ja, die Queen kann ich jetzt vergessen, außer ich froste hier. Single Inferno ist schon wieder drauf. Ja, dann lasse ich die Queen halt sterben. Okay. Gut, dann werden wir jetzt mal mit den Elektrodrachen anfangen, also beziehungsweise erstmal die Loons, dann die Elektrodrachen und dann schauen wir mal. Erstmal ein Wutzauber. Boah, brauchen die lange wegen diesen blöden Skelettfallen, das gibt's doch gar nicht und die ganze Zeit kann die Luftabwehr schießen. Unvorstellbar. So, Rathaus ist aktiviert, also kommen wir mit dem Zeppelin. Wutzauber. Oh, Tornadofalle aktiviert. Und Warden außerhalb der Reichweite. Ah ja, glücklicherweise sind es noch 2 Sterne geworden. Obwohl er hier sich Mühe gegeben hat, dass das nicht der Fall sein wird. So, ich setze jetzt nochmal beide. Naja, 16 Pokale. Sind wir bei 66, ihr seht schon, all meine Lager sind voll. So, ich nehme dann jetzt doch mal noch ein Erdbeben mit. Zur Sicherheit. So, jetzt machen wir gleich mal einen kurzen Cut. Denn
Ja, meine Helden brauchen noch ein bisschen, bis ich den nächsten Angriff machen kann. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe ganz vergessen, das wieder anzustellen hier. Ich hatte hier eine ewig lange Wartezeit, bis ich überhaupt einen Gegner gefunden habe. Ja, und jetzt war ich mitten im Angriff und habe überhaupt nicht dran gedacht, dass ich die Aufnahme wieder anstelle. Aber ich denke mal, das ist jetzt nicht so dramatisch. 2 Sterne haben wir hier auf Safe. Aber wirklich ewig lange gedauert, die Suche. Also es war schon echt gruselig. Ja, maximaler Liga-Bonus haben wir geholt. Oh, da sind noch Walküren in der Clanburg. Ja, Single Inferno. Und wir bekommen 16 Pokale. Also müssten wir jetzt eigentlich nur noch 18 Pokale, die uns fehlen. Wir gucken mal. Ja, es sind nur noch 18 Pokale bis zur Legende. Ich bilde jetzt nochmal Truppen aus. Und ja. Ach so. Ja, jetzt der nächste Angriff kommt jetzt mit. Ah, aber das hat eine gute Sache, hat's ja. Und zwar ist es so, dass jetzt die Helden schon wieder aktiv sind. Dadurch können wir gleich wieder angreifen. Ich muss nur noch kurz warten, bis ich mir selber Truppen spenden kann. Tja. Hier werden wir auch nicht mehr viel aufrüsten können bei der Saisonbank, weil wir natürlich, wenn wir volle Lager haben, gibt es keine Beute. Das ist so ein bisschen der Nachteil. Ich kann auch leider, in Anführungszeichen, leider nichts mehr ausgeben, weil ich Max Out bin. Also im Prinzip das gleiche Problem wie Mobile Fanboy und halt auch viele andere, die Max Out sind. So, jetzt können wir gleich wieder in die Suche gehen. Also das Einzige, was wir jetzt noch füllen können, ist die Schatzkammer. Und ja, das Elixier ein bisschen. Gold kriegen wir nichts mehr dazu und Dunkles auch so gut wie nix. Ich werde euch nochmal rauspausieren, bis ich den Gegner gefunden habe. Ich hoffe, diesmal denke ich dran. Also bis nachher. So, ich habe den nächsten Gegner gefunden, den ich angreifen werde. Tja, das Problem ist, wie komme ich in die Base rein? Ich muss erstmal gucken. Außen. Das wird nicht so einfach werden. Ich werde mal probieren. Ja, der König läuft natürlich auch nach außen. Jetzt geht die Queen in die andere Richtung. Jetzt geht der King rein. Haben wir ein Single Inferno. So früh soll die Queen noch nicht sterben. Okay, dann versuchen wir jetzt mal unser Glück mit den Elektrodrachen. Den Warden hinterher. Gleich mal einen Wutzauber. Ich habe jetzt mal ganz früh schon den Warden gezündet.
So, Rathaus ist aktiviert. Jetzt können wir schon mal den Zeppelin schicken und Erdbeben draufschmeißen. So, einmal noch ein... Ja, das hat schon mal ganz gut geklappt. Okay. Ja, es reicht noch nicht ganz für die Legende. Einen Angriff müssen wir auf jeden Fall noch machen. Wir bekommen wieder 2 Sterne. Und somit sind es... Na, jetzt mal überlegen. 7, 14... Es werden 14 Pokale sein und 18 haben uns jetzt noch gefehlt. Das heißt aber, im nächsten Angriff werden wir auf jeden Fall das erreichen, das Ziel, Legende. So, maximalen Liga-Bonus bekommen wir auch noch. Die 70% sind locker drin jetzt, da haben wir sie. 71 und das war's. Können wir uns auch zurückziehen. 14 Pokale. So, dann nochmal Truppen ausbilden. Truppen anfordern. Das kostet jetzt 4 Gems. Na gut, wir sehen uns dann wieder, wenn ich einen Gegner gefunden habe. Bis gleich. So, das sollte jetzt der finale Gegner sein, um in die Legende einzuziehen. Also selbst wenn ich nur einen Stern schaffen sollte, sieht es hier so aus, dass es reichen würde für die Legende. Also wir fangen wieder oben, diesmal mit dem Queen Walk an. Keine suchende Luftmine aufgedeckt. Das ist schon mal nicht ganz so toll, wenn sowas passiert. Hier hätte man natürlich auch einen Warden Walk machen können, weil der Warden hat natürlich die große Reichweite, dass er an die Luft, den Adler rankommt. Aber wir, eine Luftabwehr kriegen wir trotzdem noch. Das haben wir hier ganz gut hinbekommen. Mal schauen, wie viele Prozente wir mit der Queen noch holen können. Ich kann sie ja noch zünden. Mache ich jetzt auch. So. Das wird... Ich glaube, ich sollte mal meine Truppen setzen hier. Das gefällt mir überhaupt nicht mit dem Symbol hier. Genau in dem Angriff. Glücklicherweise. Ach, jetzt habe ich vergessen, den Warden zu zünden. Dadurch sind natürlich einige Elektrodrachen kaputt gegangen. Aber wir haben es auf safe. Den Sprung in die Legende haben wir sicher geschafft. Ich weiß gar nicht, das wievielte Mal das jetzt ist, dass ich in die Legende einziehe. Also ich schätze mal das 6. Mal ungefähr. Ja, wir bekommen wieder 14 oder 15 Pokale, werden wir kriegen. Ja, der Liga-Bonus ist eigentlich auch egal, weil wir haben eh alle Lager voll. Also kann ich das auch abbrechen, vollkommen egal. Pokale ändern sich nicht, 15 Pokale und damit sind wir wieder in der Legende. Mal schauen, wie viele Gegner es in der Legende gibt. So, ich muss jetzt erstmal die Suche für die Legende freischalten und dann muss ich gucken, welche Base. Erstmal anmelden zur Legendenliga. Ja, die Suche kann jetzt lange dauern. Dann würde ich sagen, das war's dann von meiner Seite aus. Ich schätze mal,
da ist jetzt nur noch 13 Stunden sind, dass ich nur 4 Gegner bekomme, maximal 5 Gegner in der Legende. Normalerweise sind ja 8, wenn man den ganzen Tag da ist. Aber hier in dem Fall ist es natürlich was anderes, wenn man später am Tag in die Legende eintritt. Also ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich sehr über ein Abo freuen, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und natürlich auch die Glocke aktivieren. Dann bekommt ihr immer eine Nachricht, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. Okay, das soll es dann von mir gewesen sein. Ich sage Tschüss, bis die Tage.